Ja, ich habe einiges mal wieder nicht gewusst, aber erstmal ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, immer noch im Clan Spätzle mit Soße. Ja, was es damit auf sich hat, werdet ihr sicherlich gleich sehen. Vorab aber, Clanspiele sind vorbei. Clanspiele sind vorbei. Jedes Mal, wenn ich hier einlogge, kann ich mir die Results hier abholen. Nur das werde ich auch sicherlich machen, denke ich mal. Ich hatte meine Auswahl ja vorher eigentlich schon festgelegt. Also wir kriegen erstmal ein paar Gems rein. 10 Gems, 30 Gems, 70 Gems. Wir nehmen hier die drei Flaschen. Die anderen können wir nicht nehmen im Moment, weil ich noch recht voll bin, was die Kapazität angeht. Wir nehmen den Hammer hier und wir nehmen das Universalbuch. Ich denke mal, die Sachen adden wir uns schon mal in unsere Magic Chest, mystische Truhe oder wie man es auch immer nennen will. Und damit habe ich jetzt einen Hammer. Ich habe ein Universalbuch. Wo ist es? Ah, da. Ich habe ein Universalbuch und ich habe auch noch eine Rune, um mir mein Gold einmal zu füllen. Ich denke mal, ich weiß, was ich heute tue. Ich muss genau überlegen, denn ihr seht das, man will ja nichts verschenken. Man will ja keinen einzigen Tropfen Lot verschenken. Ja, und einmal mehr musste ich mal wieder nachvertonen. Also, was habe ich euch erzählt? Dass meine Treasury fast voll ist. Und danach sind wir reingegangen, was ich denn noch so am Bonus kriege. Also, der passt gerade noch so in die Treasury. Und ich habe mir gedacht, ich habe natürlich keinen Bauarbeiter frei. Also, 22 Stunden, 52 Minuten gibt es erst den nächsten Bauarbeiter frei. Deswegen bin ich einfach mal heute mal ein bisschen shoppen gegangen. Ja, wir geben mal ein bisschen Gems aus und mal gucken, was uns der Händler zu bieten hat. Oh, er hat zwei Potions, zwei Bilder-Potions. Für 570 Gems, die nehmen wir gerne mal in Anspruch hier. Also erstmal die beiden Potions gekauft und im Anschluss nehme ich die beiden Potions auch. Denn ich wollte ja so ein bisschen jetzt erstmal meinen einen Bob, beziehungsweise eigentlich alle Bauarbeiter beschleunigen. Beschleunigt natürlich nicht nur mein Goldlager hier, sondern beschleunigt auch meine ganzen Elixiersammler. Und hier gehen die beiden jetzt erstmal auf die Reise. Also 20 Stunden, denke ich mal, gespart und den Rest gämmen wir uns einfach durch. Ja, und ich hatte gedacht, ich greife mit dem Alex-Account doch noch ein Clanspiel ab. Ihr habt das ja vielleicht in der Folge gesehen. Das dürft ihr jetzt nicht weiter sagen, dass ich auch so ein Clan-Game-Leecher bin. Aber ich habe gedacht, du checkst das einfach mal. Und ihr seht das hier. Too many people in the clan have already taken part in the Clan-Games. Also es nehmen zu viele Leute an den Clan-Games teil. Hallo? Das habe ich nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch keinen Hinweis darauf gefunden, dass nur 40 Leute teilnehmen dürfen. Denn ich wäre der 41. gewesen. Ich konnte sogar anstarten, aber irgendwie konnte ich jetzt kein Spiel mehr machen. Das hat mich so gewurmt, muss ich sagen. Vielleicht habt ihr da einen Hinweis oder so, ob das prozentual gerechnet wird auf die Clan-Größe. Denn hier im Clan sind wir etwas, ja, wir sind über 40, aber ich meine, Clans, die jetzt 50 Leute sind und alle spielen Clan-Games, bleiben dann 10 auf der Strecke. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Es ist wirklich, wirklich komisch. Ich habe es mehrmals probiert, es ging einfach nicht mehr. Punkt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr eine Idee. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich denke mal, wir lassen die Zeit jetzt einfach so verstreichen. Wir gehen natürlich auf Farmkurs mit unserer Armee hier und gucken mal, was uns jetzt unter die Fittiche kommt. Denn die 12 Millionen wollen wir in jedem Fall ja irgendwie reinkriegen. Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Das frage ich mich auch. Also ich habe jetzt exakt 20 Minuten nach so einem Gegner gesucht. Aber ist nicht so schlimm. Den nehmen wir in jedem Fall mal mit. Ich weiß nur noch nicht wie. Clanburg ist da unten und eieiei, das wird heftig verteidigt sein da. Aber mal sehen, die Lager hier, die sind schon ein bisschen verlockend. Ne? Die Lager sind schon so ein bisschen verlockend, wie die hier rumstehen. Kann man ja nicht anders sagen. Jetzt muss man ein bisschen Gas geben hier mit meiner Queen. Und dem Warden erstmal hier rein. Und ich kriege jetzt natürlich richtig Feuer hier. Ihr seht das schon. Hier geht es mal richtig zur Sache. Gar keine Frage. Oh, 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 oh. Mal sehen, ob die das da reißen. Ich muss einfach mal meinen King hier, glaube ich, mal mit einbringen. So, dann nehmen wir mal hier so ein paar Loons mit. Ja, die habe ich jetzt immer ganz,
ganz gerne einfach mal mit. Wofür ich die Mauerbrecher mit habe, weiß ich jetzt auch nicht, aber wahrscheinlich soll die Queen hier reingehen. Wir schicken unsere Karre. Och, Queen ist toll. Queen is dead. The Queen is dead. Das geht natürlich gar nicht. Der Warden ist auch dahin. Okay, aber ich meine, er hat nichts in der Clanburg. Das ist schon mal ganz gut. Und dann gehen wir. Wir wollen, ja, ich glaube, den, da kriegen wir jetzt mal richtig auf den Sack hier. Da kriegen wir jetzt mal richtig auf den Sack. Aber wir wollten natürlich auch, ja, was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten natürlich die ganzen Ressourcen abgreifen. Gar keine Frage. Na komm, die Heiler da noch rein. Ja, die Heiler gehen da noch rein. Das ist super. Hier machen wir nochmal, schmeißen wir nochmal unseren Wut drauf. Und, oh, die sind in der Mitte. Die sind noch in der Mitte. Mal sehen, ob das noch so ein Sternchen hier wird. Gucken wir mal. Hier ist im Moment wenig Beschuss und packen die das da in die Mitte? Das Rathaus noch, das wäre natürlich super. Dann kriegt man wenigstens den Bonus. 46% und da ballert noch ein Adler. Eieieiei. Das wird eine ganz knappe Kiste. Ich glaube, Leute, das wird mal nichts. Das wird mal nichts. Okay. Das wird mal nichts. Der ist ja mal richtig in die Binsen gegangen. Alter Falter. Okay, Toto, so kann es natürlich nicht weitergehen. Okay, den verpatzten Angriff habt ihr eben kurz mal im Schnelldurchlauf gesehen. Konnten wir ja doch irgendwo wieder wegmachen und es dauert hier wirklich, wirklich immer ein bisschen länger, bis wir einen Gegner gefunden haben. Aber immerhin finden wir jemanden. Ihr seht, wir 10 Millionen Gold sind wir jetzt. Wir haben den einen Bauarbeiter noch nicht ganz frei. Damit haben wir jetzt zumindest hier gecheckt, dass er nichts in der Clanburg hat. Und ja, wir haben einen Bauarbeiter schon mal frei. Das ist natürlich, oh doch, er hat doch was in der Clanburg. Eieiei, Riesen. Eieiei. Okay, Riesen sind nicht ganz so schlimm. Die können wir aufhalten, obwohl die, ja, wenn die mal zuschlagen, die Max Riesen, dann kann es so einer Queen auch mal schlecht gehen. Aber ich glaube, hier mit dem Gift und mit dem Babydrachen ist das ganz gut gelungen. Ja, da sind die erstmal weg. Und jetzt habe ich natürlich hier zwei Infernos auf den Ecken. Da muss ich mal gucken. Ich hoffe, die Queen geht jetzt ja dahin. Genau dahin. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir, ich glaube, hier hinten, wir setzen hier hinten mal unsere Karre. Unterstützt so ein bisschen von unseren restlichen Truppen. Wir haben ein paar Mauerbrecher dabei, wofür auch immer. Ja, ein Mauerbrecher. Aber so ein Mauerbrecher ist ja auch kein Allheilmittel. Oh, meine Queen, meine Queen. Oh, wo geht denn? Oh nein, wo geht denn meine Queen hin? Ach nee. Wo geht denn meine Queen hier hin? Eieieiei. Okay. Das ist nicht so schlimm. Ah, jetzt kriegen die den Inferno da nicht kaputt. Ist doch nur ein Single-Mensch. Okay, dann jetzt muss ich meine Queen irgendwie retten. Irgendwie muss ich sie jetzt retten. So, dann bringen wir die Miner hier mal richtig in Wallung in die Mitte. Das Gold haben wir ja schon zum Teil. Ich sehe manchmal die Miner hier nicht. Ich sehe die Miner einfach nicht. Und die haben natürlich da hinten auch noch ein Inferno vor sich. Okay, wo sind die ganzen Jungs hier? Hier sind noch ein paar. Ah, okay. Da in der Mitte. Da müssen sie noch mal, kriegen sie noch mal ein Heil. Würde ich mal so sagen. Und hier unten am Rathaus. Ah, ich glaube, das Rathaus ist mir nicht ganz so wichtig wie die beiden Pötte hier. Ich glaube, die sind mir wichtiger. Da unten wäre der Heil jetzt auch nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, wir haben die hier oben etwas besser durchgeheilt. Ja, Bob haben wir jetzt noch nicht frei. Ist aber noch nicht so schlimm. Jetzt gehen die erst vom Inferno wieder weg. Naja. Immerhin 80% und die Ressourcen haben wir aber ganz gut geholt hier mit dem Bonus. Oh, die Queen ist ja noch dabei. Okay, die Queen ist noch dabei. Dann nehmen wir das Lager mal noch mit. Ja, ich denke mal, der Bogenschützenturm, da fällt dann noch von dieser einen Schaufel. Ach, und hier unten ist auch noch eine Schaufel. Doch am Rathaus. War nicht schlecht. Okay, dann haben wir den doch ganz gut gerockt. Und dann müssen wir gleich mal zusehen, dass wir dann den Bauarbeiter auch freikriegen. Also ein paar Gems werden wir noch ausgeben heute. Und das ist aber nicht so schlimm. Das habe ich jetzt mal einkalkuliert, denn R12 dauert echt lange. Dauert wirklich lange und ich bin dann froh, dass ich den hier wirklich mal auf Null habe. Jetzt mit dem Bonus und vor allen Dingen die
Oh, wir haben doch 2 Sterne sogar noch geholt. Da müssen wir jetzt, ja, wir haben jetzt die Clan-Truhe schon mal voll hier. Die ist pickepacke voll, das ist schon mal super. Und hier oben haben wir 10,7 mit dem, was wir hier jetzt noch reinholen. Wir können ja gar nicht so viel, wir können ja nur 11,5. Also, und die Bobs haben sich hier auch wieder beruhigt. Also die ganzen Baumeister hier sind jetzt erstmal wieder ganz normal dabei. 30 Stück, ja, ich denke bei 25 gehen wir das Ding. Die 25 kriegen wir hier oben durch unsere Box wieder rein. Wir machen einfach mal fröhlich weiter, aber ich nehme jetzt doch mal eine andere Armee mit. So, da haben wir die nächste Base im Sack. Jawohl, das ist das Ende. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, denn das mit der nächsten Armee werden wir, ah, da werden wir die 11,5 Millionen in jedem Fall voll machen. Die nächste Truppe haben wir am Start. Hört mal genau hin, wer das ist. Ja, genau, es sind die Hog Rider. Aber bevor wir die jetzt ins Schlachtfeld schicken, haben wir gesagt, wir holen uns jetzt erstmal diesen Bauarbeiter. Wir holen uns jetzt erstmal diesen Bauarbeiter hier und holen uns, ja, wir holen uns erstmal den Bauarbeiter. Jetzt muss ich gerade überlegen, ja, dann gehen da oben nämlich jetzt 12 Millionen rein. Genauso ist es geplant. Die 25 holen wir uns jetzt eben mal wieder und machen uns jetzt mal ein bisschen unattraktiv. Ihr habt ja gesehen, ich habe mehrere Bücher. Also mein Plan ist, danke nochmal an den Jack, dass ich den Adler hier gleich hochziehe mit 12, die wir hier oben drin haben. Und danach die Clanburg laufen lasse mit 14 Tagen. Wie kriege ich die 12 Millionen rein? Ja, ist ganz einfach. Ich habe noch ein Fil-Buch, eine Fil-Rune hier. Das heißt also, hier machen wir uns das Gold nochmal ganz voll und lassen die Clanburg laufen. Vorher, also dafür brauche ich dann letztendlich ja nur einen, ich brauche dafür nur einen Hammer. Und ich wollte eigentlich mit dem Universalbuch meine Queen machen. Das machen wir jetzt auch. Wir ziehen die Queen natürlich nicht 7 Tage. Oh, das ist doof, dass der Boost endet, aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, wir finishen sie sofort. Wake up, Baby. Jawohl, da ist sie wieder da. Und dann nehmen wir den Boost hier mit 5 Gems. Also, dann haben wir die sofort wieder am Start. Wir haben den Bauarbeiter noch, das ist sehr, sehr schön. Den lassen wir hier einfach was abholzen und suchen uns schon mal wieder einen Gegner. Wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo so eine Base her. Wow. Ja, okay, der hat jetzt zwar Multi-Infernus, das ist nicht ganz so gut für unsere Hogs, aber ihr seht hier meine Armee. Und ich nehme trotzdem nur meine Karama mit rein. Die ist ja immerhin auch schon auf Level 2. Den kann ich ja, den, Leute, den kann ich nicht stehen lassen, auch wenn er jetzt sau schwer wird. Vor allen Dingen mit den Hogs, wo sind denn seine Helden? Ich sehe gar keinen Held hier. Ei, sind die alle im Update bzw. am Pennen? Das wäre natürlich super. Ich weiß jetzt echt nicht, über welche Ecke ich kommen soll. Da. Ah, okay. Wir nehmen die Ecke hier. Wir nehmen diese Ecke hier und hauen hier unsere Riesen rein. Wir hauen unsere Riesen rein mit unseren Heilern. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze hier jetzt super vonstatten gehen kann. Aber wir müssen hier funneln, dass unsere Helden jetzt in jedem Fall hier drin bleiben. Ja, das machen sie auch erstmal. Das ist schon mal ganz gut. Die Magier hier auch hinterhergeschickt. Und dann kann das hier jetzt erstmal hart in diese Base reingehen. Wir friesen hier ruhig. Wir friesen hier ruhig und ja, ich glaube, wir lassen die jetzt erstmal laufen im Heil hier. Im Heil, der erste Inferno ist schon mal weg, das ist schon mal nicht schlecht. Und wir gucken mal, von wo wir jetzt hier die Hogs rein spammen. Ich glaube, wir spammen die von hier oben mal rein, dass die hier noch so ein bisschen in der Flanke aufräumen. Gucken wir mal hier einmal den. Ah, ja. Heilzauber, 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 komm, komm, komm. Jawohl. Heilzauber haben wir da erwischt. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir hier den zweiten setzen. Da kommt der Multi-Inferno. Der setzt uns zu, aber die ganzen Hogs gehen in die Mitte. Das ist echt super. Das ist super, dass sie hier in die Mitte latschen. Und mal sehen, wo wir die gleich nochmal durchheilen. Ich glaube, wir müssen die. Ja, mal sehen, wo die hingehen. Wo die hinreiten. Alter, die Hogs sind mega. Die Hogs sind einfach mega. Hier heilen wir die nochmal durch. Und ich glaube, die Base gehört uns. Ich glaube, die Base gehört uns hier. Donnerwetter, alter Falter. Das spielt uns natürlich mal richtig was in die Kasse. Eieieiei. Das Warten hat sich echt gelohnt. Mann, Mann, Mann. Und ich war mir sehr unsicher mit den Truppen vor allen Dingen. Vor allen Dingen mit den Hogs. Ich meine, mit den Hogs kannst du verkacken, 1 Stern. Aber du kannst auch mit den Hogs 3 Sterne machen. 2 Sterne ist dann eher selten.
Und ich glaube, ja, ich kann jetzt meine Queen auch zünden, habe jetzt auch alles verbraten hier, aber wir sind unserem Ziel ganz nah, um die 12 Millionen hier reinzukriegen. Ja, wir haben die 12 Millionen schon, der Bonus geht nicht mal rein. Alter Falter! Ah ne, der Bonus ist gerade draufgerechnet worden, okay. Aber das ist nochmal ein Angriff nach Maß hier, der hat mir so richtig in den Kram gepasst. Und ist der Hammer. Es hat sich wirklich gelohnt. Ich weiß, die Folge ist jetzt extrem länger geworden, aber ihr seht das hier. Wir mussten jetzt so viel reinfarmen auch. Wir haben jetzt so viel Elex hier drin. Da gehen im Moment ja nur 10 Millionen rein. Und auch da bin ich ein bisschen in Zwiespalt, was ich hier als nächstes forsche. Denn ich würde wirklich gern die Loons forschen. Allerdings kosten die 12 Millionen. Und so viel Lager habe ich noch nicht. 2 Tage, in wie vielen Tagen sind meine Lager erst fertig? In 5 Tagen erst. Vielleicht mache ich auch erst die Miner. Vielleicht könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Miner oder Loons. Also lieber warten. Und bevor wir jetzt unseren Bauarbeiter hier auf seine lange 2 Wochen Reise schicken, würde ich sagen, wir machen noch ein Mauerstück. Denn in meiner Treasury ist auch noch reichlich jetzt drin. Das heißt, wir nehmen unseren einen Bauarbeiter jetzt, machen die Mauer hier hinten. Ist das eine? Ja, das ist eine, die machen wir mit Elex, weil das Elex farme ich in jedem Fall auch wieder rein. Und wir nehmen jetzt die 12 Mille hier für unsere Clanburg. Ich glaube, so war das Ganze abgesprochen. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Leute, fast hätte ich einen Fehler gemacht. Wir machen natürlich erst unseren Adler mit 12 Mille. Den beenden wir sofort. Ja, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Den beenden wir sofort. Und holen jetzt hier unser Item raus und füllen uns einmal komplett die 12 Millionen Gold hier. Jawohl. So ist das super geplant. Vielen Dank, lieber Jack. Ich glaube, das war ein super, super Einfall, dass ich das so mache. 14 Tage geht er auf die Reise. Jetzt haben wir nichts. Jetzt mache ich erstmal eine große Pause. Ich hoffe, die Folge bestand jetzt aus ganz, ganz vielen kleinen Schnipseln. Hat euch trotzdem gefallen. Also Clanspiele. Komisches Ding, dass ich die nicht machen konnte. Wir haben sie beendet. Wir haben hier ein bisschen Hardcore gefarmt. Wir haben ein paar Games ausgegeben. Jetzt muss ich mir erstmal eine kleine Ruhe gönnen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.